zu werden. Und irgendwann stoße ich nochmal drauf und denke mir so, nee, eigentlich willst du es nicht mehr und schmeiße es wieder runter.
Wow. Ja, bei mir, die Sachen, die bei mir in der Wunschliste sind, sind alle bald verfügbar, seit ewigen Jahren. Ich hätte mal einen Vorschlag. Ja. Jetzt kommt's. Factorio! Oh, das ist unnötig. Das hat Ordi nicht. Was? Nee? Nein. Nee, hab ich nicht. Ist auch absolut nicht mein Spiel. Space Engineers. Das steht nicht zur Debatte, das haben wir nicht gehört, das gibt's nicht. Aha. Ich glaube, da ist jemand feindlich gesinnt. Ja, das ist durch. Ich habe das so oft nach dem Planeten-Update so oft versucht wieder hinzukriegen, aber es ist nur noch scheiße, das Spiel. Leute, Starbounder. Nee, Starbounder habe ich wirklich nicht. Bin ich raus. Hab ich auch nicht. Margie, du hast Starbound. Ja. Nein. Imperium. Nee. So, erstmal testen. Golf with Friends. Und während du ja so einen Schornstein ohne Schalldämpfer hast. Erstmal nicht anhörst. Ich hätte es noch auf B2 laufen. Ich habe uns schon im Stream entmutet, damit man im Stream weiß, was wir da eigentlich gerade für einen Blödsinn machen. Wir machen doch gar keinen Blödsinn. Nein, ist schon klar. Also Spiele, die was wir gleich haben, Magie. Space Engineers, Kerber Space Program, Factorio, Stellaris, Scary's Mod, PUBG, Starbound, Crossout, FS17, Imperium, Medieval Engineers, Counter-Strike, GO, Craterverse, Golf of Friends, Counter-Strike Source, Sid Meier's Civilization 5, Uno und noch DLCs. Wenn wir das jetzt mit allen durchgehen, die hier gerade anwesend sind, das könnte ein bisschen dauern. Dann bleibt Stellaris übrig. Nee, nicht ganz. ja, stimmt. Civilization haben wir auch. Garry's Mods? Haben wir auch. Haben wir auch, ja. Und Minecraft haben wir auch alle. Ja. Garry's Mods habe ich, glaube ich, sogar installiert. Among Us? Das habe ich noch nicht. Das ist so geil, finde ich, Among Us. Ja, wir diskutieren gerade auf einem anderen Discord, da eine Gruppe zu finden. Ah, 4 Euro finde ich nicht mal teuer für Among Us. Dass es so eigentlich so viel Spaß macht. Ja, man muss halt die richtigen Leute dafür kriegen. Tja, also, was machen wir? Was? Black hat einen Mongers. Ja. Mit ihr und ein paar anderen sind wir auch gerade da, schauen, dass wir da was zusammenbasteln. Quizfrage wäre, für TTT haben denn Garry's Mod auch alle installiert? Ja. Also ich hab's installiert. Theoretisch? Praktisch nicht, aber egal, das kann ich installieren. Das sind nur 1-2 GB. Ich weiß. Je nach Leitung kann das trotzdem Stunden dauern. Ja, ich hab eine halbe Gigabit-Anbindung. Ja, ich sag ja, es kann trotzdem, je nach Anbindung, trotzdem 3 Stunden dauern. Das Problem dürfte auch weniger das Spiel als eher die Serverdaten und alles sein. Ja. Trotzdem Witz. Okay, du kannst es ja mal probieren. Kann ich denn machen. Und wir spielen so lange schon mal ohne dich. Jo, das ist das Problem. Ich starte mal. Also inzwischen spiele ich weiter Minecraft und mein Schien Imperium war ja treiben, naja.
Nicht wundern, wenn ihr irgendwie empfindet, dass das Mikro zu viel aufnimmt, sagt es mir. Es ist ein neues Headset. Bisher alles okay. Alles entspannt, ja. Ein Spiel, das auch geil ist, was eigentlich auch empfehlenswert wäre. Das wäre von, wer von euch hat Portal 2? Ja, noch habe ich. Ja. Das wäre auch mal so ein Spiel. Welches ist das nicht du, nur so zwei? Welches du schafft die eine was, Map Portal? Schneller? Oder was, Portal? Nee, Portal war das. Oh, ja, Portal oder Portal 2 ist ein Unterschied. Das ist ja das, Portal 2. Welches könnte man machen? Welches du wäre schneller? Server läuft. Angeblich ist Garry's Mod. Ah, so, da. Naja, nicht Sandbox-Modus, TTT. Aha, Mini-Update von 0,1 MB. Alter Browser. Ja, Spielerspiel Finn. Lokales Netzwerk anmelden. So. Wie ist das, wenn ihr so eine staubdichte Handyhülle habt und irgendwie kommt immer Staub rein? Irgendwie. Ich hab keine staubdichte Handyhülle. Ich auch nicht. Oder irgendeine andere staubdichte Hülle für irgendwas. Nein. Nö, auch nicht. Ich glaube, du spielst ja etwas. Du auch einen Server? Ich stelle gerade die Verbindung her. Oder versuche es zumindest. Weil mir wird unter Freunde ein Server angezeigt. Mit 0 von 0 Spielern und Latenz 2000. Ich weiß nicht, ich muss noch schauen. Also gestartet habe ich den, es kann sein, dass ich den noch updaten muss. Connection failed after 6 retries. Also wieder 0 von 16. Ich kann noch im Workshop Inhalt updaten. Spielt ihr eigentlich mit Mods oder ohne? Mit. Also ich meine, TTT kannst du ja gar nicht ohne Mod spielen, weil TTT selbst ja schon eine Mod ist. Ich schau mal ganz kurz, dass ich den Server einmal updaten lasse. Ja, aber ich meine mit eigenen Mods, wie anderen Waffen und so. Ja, ja, haben wir auch drin. Okay, also es wird ein Update runtergeladen. Na denn. Für den Server, kleinen Moment. Please hold the lion. Moin erstmal an Stream, schön, dass ihr da seid. Wie geht's? Hallo. Moinsen. Gut, das Update steht jetzt bei 9%. Weiß nicht, was der macht, aber. Ja, vielleicht okay. Installieren, wie zum Beispiel der World of Warships Downloader, wenn mehrere Updates auf einmal runtergeladen werden, wird eines runtergeladen, installiert. Runtergeladen, installiert. Und da hängt dann immer bei der 1%-Zahl. Ich lasse es erstmal ein bisschen warten. Was sagt denn mein. Gut, das ist komplett. Also was meine Internetverbindung sagt, ist ja gerade ziemlich irrelevant, weil Stream ja sowieso darüber liegt. Dann kannst du trotzdem schauen, was das sagt. Bei 3,4 Mbit Up und Download gleichzeitig fallen 40 MB... 3,4 Mbit. Es ist trotzdem wenig. Ja, da fallen trotzdem dieses kleine Update von Steam nicht auf. Na,
Normalerweise, wenn Steam was runterlädt, hast du ein Netzwerk. Das ist nicht Steam, sondern die Steam C, also die. Das ist nicht, also es ist Steam, aber es ist nicht die Client-Version, wo man Spiele runterlädt von Steam. Ich weiß, die CMD-Version, und mit CMD habe ich auch schon gearbeitet. Ja, und da habe ich doch gerade eben gesagt, passiert im Moment nichts weiter. Kann es vielleicht sein, dass Steam CMD einen Hänger hat, weil das habe ich auch schon öfter gehabt bei Updates. Zum Beispiel von das ist Master. Durchaus möglich, deswegen sagte ich ja, ich will erstmal kurz abwarten, ob sich da noch was ändert oder ob der tatsächlich stehen geblieben ist. Und dazu muss erst ein bisschen Zeit vergehen. Eieiei. So viel später, dass der alte Erzähler gekündigt hat und dann neu angestellt werden musste. Na, so ungefähr. Ich habe mal neu gestartet. Läuft durch. Zack, fertig. Ja, und für TTT gibt es offenbar auch noch ein Update. Ja. Einen Moment bitte. Weiter. Please hold the lion. If you don't hold the lion, run. Quit. Und nochmal starten. Okay. Moin Redmail, guten Abend. Nein, Black. Moin Black. Play. Hallo. Ah, jetzt hört man was. Hast du Garry's Mods? Ja, sie macht mit. Dafür ich doppelt. Durch Stream. Server läuft. Ups. So, Stream ist wieder aus. Okay. Ja, nun. Nein, Stream Snipern. Eben. Das wollen wir ja nicht. Ja. Ich pack einfach mein Bild da drüber. So, Das funktioniert nur so lange, bis du das Kaufmenü aufmachst, das weißt du. Ja, aber zumindest funktioniert es bis dahin. Meine Güte, wie viele Tasks, wie viele Dinge habe ich offen? Gedacht. Außerdem, es gab mal eine Version, das weiß ich noch ziemlich genau, da war das Fadenkreuz farbig, ja, stimmt, was du warst. Ja. Das war auch geil. Es gibt aber auch eine Stream-Version, wo du ein extra Fenster nochmal hast für den Stream, wo nur, wo nichts angezeigt wird vom Kaufmenü und so. Die musst du aber kaufen extra. Jetzt ist der Server da. Ja. Brauche ich dann noch ein Passwort. Jetzt ist er nicht mehr da. Also ich bin drauf. Mehr Spieler finden? Ich muss noch laden kurz. Nichts von Freunde. Soll ich eine IP rumschicken? Wie heißt du denn? Frag Ordi, der nimmt gerade am Spiel teil. Das war in der generischer Name für TTT-Server oder für Garry's Mod-Server, besser gesagt. Ich kann ihn, der hilft dir nicht. Beziehungsweise ich kann ja Magie nachschauen eigentlich, oder? Hm. Habe ich auch gemacht. Wie komme ich denn da rein? Shift-Tab drücken, also dass man in das Steam-Overlay kommt, wenn du im Spiel bist. Und dann über meinen Namen beitreten. Ich habe mich gewundert, warum die Steuerung so komisch ist. Ich bin eine fliegende Kamera. Das erklärt ja einiges.
Server nicht erreichbar, laut Mann. Also. Ich bin drauf. Und Magie auch. Ich brauche ein Passwort. Ja, das Magie. Alu-Magnet. Ach, das schöne Alu-Magnet wieder. Es ist immer derselbe. Ja. Bei TTT zumindest. Das ist auch Adrians, das ist auch von Adrian und von uns ein sehr häufig genutztes Passwort. Das sehr das Paradoxe ist es halt. Ach. Das A groß? Ich glaube schon. Ja. Magnet Teil. Das ist da. Ich fliege die ganze Zeit an der Autobahn entlang längs. Schade, dass man andere Geister nicht sieht, wenn sie nicht gerade Gegenstände okkupieren. Ammunitioner. Oh nein. Oh, toll. Es hat angefangen. Ich bin direkt tot. Geil. Wie gesagt, das ist gerade falsche Passwort. Oh, einmal. Meine Güte. Hauptmenü, Optionen. Alles zu laut, ne? Nein. Mausempfindlichkeit ist auf Maximum. Oh Gott. Oh, war die Hälfte. Besser. Ah, vielleicht ein Ticken zu lahm, ist mir jetzt aber erstmal egal. Da sind nur irgendwelche Sounds runterladen. Nein, Audi ist ein Pikachu, das trifft man so schlecht. Ach ja, Pikachu. F4 war es gewesen, oder? I. Je nachdem. Ah ja, I. Huch. Bounce, du. Das war beim letzten Mal noch nicht so, dass bei mir fast alles ein Error war. Oh, ich glaube, ich bin für mich selbst gerade auch. Magniert. Workshop complete. Ich sollte gleich drauf sein am Server. Okay, das ist lustig. Ich sehe die Vorschaubilder als Errors, aber die Skins selber sind korrekt. Ja, okay. So. Kniet nieder vor dem dunklen Fürst. Wie kann man eigentlich Skin wechseln? Ich habe das nie gecheckt. Du müsstest das vorher als Hotkey belegen oder über App Player Model Selector oder so aktivieren, irgendwie. Wie? Man muss irgendwie da in die Konsole gehen. Ich weiß auch nicht mehr, wie war denn das noch? Mit irgendeiner Taste? F10 oder... Aha. Irgendwie ging das, ja. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie. Ich bin wieder am Rätsel raten, was ich denn drücken muss. Für, ja. Den Traitor-Shop mit Waffen. C. Ja, Waffen. Bei mir ist das F10, um in die Konsole zu kommen. Und da gibst du dann den Befehl ein... Nee, ich will Waffen wechseln. Also nicht wechseln, sondern wegschmeißen. Mit Q. Nein, es ist nicht Q. Nicht? Q ist vernünftig belegt, so wie es sein soll. Nämlich mit dem schnellen Waffenwechsel. Bei mir ist es Q. Bei mir auch. Da musst du selber schauen, was du dir eingestellt hast. Weiß, aber das muss ich jedes Mal aufs Neue, weil wir das so selten spielen. Dann müssen wir was Ähnliches spielen, was ganz viele Y jetzt spielen. Ja, Black, ich weiß, worauf du ansprichst und wir haben uns darüber auch eben kurz unterhalten. Und zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Dass wir das noch nicht haben und deswegen noch nicht spielen, aber es halt in Diskussion ist. Also ich hab's ja auch noch nicht. Ich wäre nur... Ich? Was? Also, reden ich wir gerade alle über das gleiche Spiel? Among Us? Ich würde halt auch mitspielen. Also ich war jetzt bei Among Us. Drei Leute. Wir haben über Among Us geredet. Hallo, hi. Ordi. Wie lange braucht es circa noch? Weiß nicht, keine Ahnung. Hey Eddie, wie läuft's? Läuft. Spontane Runde TTT. Zum Glück machen wir keine spontane Entzündung.
Black läuft in der Nähe vom Monopoly-Brett rum. Eine sehr darke Zelda. Ich weiß im Moment nicht mehr, was ich für ein Kostüm habe hier. Ja, das ist Zelda. Ein Zelda aus, Okay. Ach, wie heißt das? Zelda? Na, ja, lustig. da wo Link als Wolf rumläuft. Ach so. Ich weiß, welchen Teil du meinst. Den. Hat mein Bruder ganz wie an der Wii gespielt. Hat sie auch noch vernünftige Waffen? Warte, ist das nicht. Nein, Ocarina of Time ist das nicht. Nee. Nein. Nein, nein. Twilight Princess. Ja, genau. Princess. Oh Gott, das ist auch schon wieder lang her, dass man das gespielt hat. Wieso komme ich hier nicht? Steuerung muss ich mich auch erst noch dran gewöhnen. Ich würde übrigens sagen, der Trailer hat noch 6 Minuten von 10. Ich bin in Fliegenposition und die macht das schon. Sag nicht, hier oben lag ein Sniper rum und ich hab die übersehen. Ja. Nein! Ich such die ganze Zeit nach so einem Ding. Die liegt nur hier oben. Ja, ich dachte, verdammt. Die liegt hier oben auf den Boxen. Ich komm da wieder nicht hoch. Gibt noch mehr? Beispiel hier. Irgendwie so ein bisschen ruckelt das bei mir ab und zu. Hey Black. Tja. Fällt mir nicht viel zu ein. Mir fehlen ein paar Spielermodelle, was ein bisschen doof ist. Ja, das ist, ja. Wer lebt denn noch? Dan? Achso, du hast ja gerade was gesagt. Nee, John hat was gesagt. Dan, lebst du noch? Sind doch alle, sind nur wir drei. Die anderen beiden sind Spectators. Ja. Ach so. Ja, also. Ich weiß nicht, Black hatte schon mehrfach die Möglichkeit, mich umzunieten. Oh, die habe ich irgendwie noch nicht gesehen. Das stimmt erstens nicht. Wir sind uns direkt am Anfang über den Weg gelaufen und ich hatte auch schon mehrfach Gelegenheit, Black umzubringen. Ich bin innocent. Kann auch sein, dass wieder irgendjemand übersehen hat, dass er Traitor ist. Huch. Ich hab jemanden sterben. Oh. Ich glaube, Black ist von der Autobahn gefallen. Ja, das sehe ich auch gerade. Ja, Ordi, es gibt jetzt nur noch einen, der übrig bleibt, der Traitor ist. Ich schnapp mir mal lieber ein Scharfschützengewehr. Das war immer noch zu hoch. Okay. Oh, Ordi. Wo bist du denn jetzt runtergefallen? Du bist auch hier in der Nähe runtergefallen. Das sah so gut aus. Ach, Ordi. Ordi, die Schwerkraft ist an, ne? Oh, stimmt. Ach, herrlich, herrlich. Eieiei, ich muss nicht mal was tun hier. Da erledigen die sich einfach. Eigentlich am Anfang mit dem Messer erstechen. Oh, das ist laut. Hab mich hinter sie gestellt, hab den Angriff gemacht und das Messer ist verschwunden. Also wirklich einfach weg. Da habe ich ja Glück gehabt. Hey, John. Da warst du gerade dabei, das Scharfschützengewehr aufzuheben? Okay.
Disco Time. Ich bin ein fetter Innocentner. Hm? Ja, Don, ich hab's gesehen. Nee, Ordi, hinter dir, Don. Geht ein Don rum? Nein, läuft rum. Ja, wer hat die Granate geschmissen? Das war John. John war es nicht. Ich auch nicht. Maggie ist der Einzige hier in der Umgebung, der noch da ist. Es wird auch andere geben. Sehr verdächtig. Ordi, schieß mal. Was? Okay. Ich hab noch keine bessere Waffe aufgehoben, außer die hier. Wo ist Black eigentlich? Die sind alle hier, ist doch Black. Die ist doch irgendwo wieder woanders. Moment. Ich weiß irgendwie gerade überhaupt nicht, wo ich bin. Ich bin nämlich irgendwie weggebackt hier. In den Katakomben des Schranks. Und? Lebe noch. John. Was? Darf ich keine Incendiaries werfen? Brandgranate. Ist einer gestorben. Wer ist denn gestorben? Nee, oder? Nee, das ist Black. Hm. Smoke Party. Maggie ist so verdächtig still und dann habe ich heute noch nicht gesehen. Ja. Der ist auch irgendwie sehr still. Nein. Ach du. Du bist. Ja, jetzt. Konzentrieren sich alle über aufs Traitor-Menü. Aber ich lebe noch. Ich, ja. Oh, moin. Moin. Wobei hast du nichts gesagt? Einfach aus Jux und Dollerei, ich weiß nicht. Mhm. Ja. Upsa. Gerade war John bei mir, aber dem. Okay, der lebt noch. Auch noch eine Dings rum. Jack läuft die ganze Zeit auf dem Bett rum. Ja, hier liegen relativ viele, auch da in der Ecke, wo das kleine Auto steht, am Boden. Da ist John schon wieder. Wird geschossen gerade? Ja. Sorry. Ich war's, aber ich habe auf niemanden geschossen. Nein. Noch ein Schuss. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Eigentlich, dass mich das stören würde, aber... Was stört dich nicht? Ich sagte, ich sehe niemanden mehr. Ach so. Nicht, dass mich den das Teil stören nicht würde. Ja, den Teil habe ich nicht mitbekommen. Also lange überlebe ich halt noch, solange ich niemanden sehe. Schon länger keinen mehr gesehen. Ich habe nur gerade irgendein... Hier wurde gerade eine Schrotflinte benutzt. Mhm. Black? Ja, ich war es diesmal nicht.
Mhm. Ach, dieser doofe Aufzug. Dann lebst du noch. Dann. Ja, ich glaube, der Dan ist tot, ne? Das Ordi. Ich lebe noch. Hi. Die Magie. Ja, ich lebe auch noch. Oh. Aha. Ich habe den Body von Dan gefunden. Wo ist der? Bei dem Regal unten. Der ist aha, verbrannt. Aha. Wer hat vorhin die Brandgranate geschmissen? Ich habe keine... Und ich war nicht in der Nähe, ich war im Legehäuschen. Oh. Ich bin sicher, der war es gewesen. John ist auch welcher. Ich sehe jetzt. Aha. Na, das. Sorry, ich hatte gerade ein Problem, was ich. Ich hab nen Aiming, ey. Was soll das gerade? Ich hab das gemacht. Ey, wer hat mich getötet? Sorry, John. Ich hab gedacht, du hast die Brandgranate geschmissen. Ja, aber ich, aber in eine Richtung. In eine ganz andere Richtung. Ja, aber ich hab's da unten, wo Dan gestorben ist, vorhin auch brennen sehen, nachdem du die Brandgranate geschmissen hattest. Vielleicht hab ich ihn doch getroffen, vielleicht. Keine Ahnung. Mann, ihr macht Sachen. Kommt doch rein, schreibt sich das. Kennt irgendeiner von euch einen guten Film, den man sich anschauen kann? Einen guten Film? Matrix. Der auf Netflix ist. Achso. Ja, dann wird's schwieriger. Ich kenne mich nicht mit Netflix aus. Ich weiß nicht auswendig, welche Filme da sind. Ja, wir hatten mal Netflix, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Jemand, den ihr wisst, dass der auf Netflix ist, den ihr empfehlen könnt. Wir haben also auch meistens Serien. Your Name. Your Name ist auf Netflix. Okay. Dann wahrscheinlich auch alles, was so in die Richtung geht. Ich hab alles Mögliche von Marvel schon angeschaut in den letzten paar Wochen. Alles Mögliche von DC. Wer schießt da? Bei mir lädt's noch. Wir sind noch im Maggie, wir sind noch im Preparing. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich hab nicht mal eine Waffe. Ich bin jetzt. Dir ist auch bewusst, dass ich dir hinterherlauf. Starting nur. Ja, ich geht gerade. Also hier liegen aber einige rum. Also da ist. Ja, ich hab jetzt zumindest schon mal eine Pistole. Das ist ja schon mal was. Ah, ich bin auch drin. Inno. Weiß nicht, wie man eine Tür benutzt. Okay, ich hab eine M16. Ich glaube, ihr. Hey, John. Ja, komm. Ich bin Beiständer. Okay. Nein, John, nein! Hey! Wer Magie? Schießt da? Magie? Modi. Magie? Ja. Leute. Warum hast du geschossen? Um ein bisschen Action reinzubringen, ohne dass es irgendwen. Ich hab auch gerade geschossen, mit Absicht. Aber auf niemanden. Wer ist das hier? Ah, der Black. Ey, ja. Ab wie viele Leute gibt's denn Dete? Wir sind ja immerhin schon. Hey, Black. Ich glaube ab 7. 5. Nein. Okay. Das kann man einstellen. Deswegen frage ich, auf was der Server eingestellt ist. Weiß ich nicht. Weil normalerweise kannst du sogar ab 4 Leuten, der die haben schon. Also wenn jetzt 5 Leute, vielleicht können wir noch einen zweiten Trader reinmachen. Nee. Ach ja. Was macht so ein Detective? Ich hab das schon mal gefragt, aber ich hab's wieder vergessen. Lex. Der hat auch spezielle Waffen und. Der kann. Zeuge und. Menü kaufen und kann aber auch. Hat aber auch durch mehr Armor. Ein bisschen. Boah. Hey, John. Hast du mich erschreckt? F10 ist bei mir gar nichts. Was habt ihr gesagt, das ist Konsole? Nee, Konsole? Das ist eine gute Frage. Also bei mir ist es halt, wenn ich F10 drücke, aber das ist halt unterschiedlich. Bei mir ist das dieses Dachzeichen über der Tabulator-Taste auch. Vielleicht das mal probieren? Nein. Nö. Muss man die Konsole vielleicht vorher erstmal aktivieren irgendwie?
Also bei mir ist die Konsole auf F10. F11, 1 von 9. Hm. Ich liebe es, wenn ich Maps schon mehr kenne. Leute, man macht mit F5 und F12 gleichzeitig Screenshots. Und Black. Black steht auf dem Haus. Und John auch. Aua, ich wurde angeschossen. Oh, die ist es. Wieso hast... Ey, du hast dich durch diese scheiß Kiste durchgebackt. Das ist unfair. Wo ist Ordi? Gute Frage. Hab Ordi. Hab Ordi gefunden. Ja, das war nicht mehr. Ich weiß nicht, durch mein. Also irgendwie, weiß nicht. Offenbar gibt es immer noch das Problem, dass man durch manche Gegenstände durchkommt. Aber Ordi, du hättest mich fast gehabt. Die Crowbar ist gar nicht so schwach. Aber ich hasse es. Es ist wieder erste Runde auf der Karte. Ich bin Traitor. Und ich kenne die Karte noch nicht. Ich glaube, das geht den meisten so. Ja, ich weiß. Ich hasse es trotzdem. Das mag sein. Oh, das ist eine Fake-Tür. Ich habe nichts Waffe. Hol die Waffe. Magie hat einmal den Tisch leer geräumt. Okay, ich habe eine Mac-10. Ordi. Ordi. Ah, ich E-Beams, ein Innocent. Nein, ein Beiständer. Hi, Ordi. Ich vertraue dir nicht nach letzter Runde. Ach, Überraschung. Oh. Du vertraust irgendjemandem hier? Nö. Ich würde ja außer einem Deto überhaupt keinem vertrauen. Komm doch mal her. Nö. Ich hab eine Diegel. Die reicht schon so weit, die macht nur weniger Schaden. Was ist denn das hier? Ach, das ist nicht. Aber warte, ich kann dir zeigen, wo eine Mac-10 ist, wenn du willst. Nee, ich hab eine Diegel. Ich schieße einmal mit Push-Up. Yep. Ich mach mehr Wumms. Diegel ist besser. Ui. Was war das? Das war eine M16, glaube ich. Alter, was machst du? Eingeparkt. Siehst du? Da oben ist Black. Auf der Karte sieht man nichts. Hä? Also, sieht man doch überall was. Oh, das ist Ordi. Oh, moin. Und tschüss. Hast du den Skin gewechselt? Ich? Ja, warum? Okay, weil du letzte Runde noch weiß geleuchtet hast und jetzt leuchtest du gelb. Ich möchte nur kurz mitteilen, ich habe mich in der Kanalisation verirrt. Ja, warte, warte. Ich weiß nicht mal, wie man da reinkommt, aber gut, dass du dich darin schon verirrt hast. Es gibt zwei Wege. Buddy, guten Abend. Okay. Noch geiler wäre jetzt gewesen, wenn es zwei Kanalisationen gäbe. Okay. Bleib stehen. Ja, soll ich? Ja. Hier raus, zu mir. Ah. So, und wenn ihr zu mir kommt, hier bei diesem. Ja. Da ist ein Fass im Wasser. Hier warte, ich nehme kurz den. Oder Magnetik. Ja, hier kann man auch rein. Ja, au. Das ist nicht. Wo ist hier? Huch, der Mond steht. Beschreiben? Ach, da sind Leute. Hi. Der Mond steht direkt über mir. Bei diesem Turm. Turm. Oder, was ist denn das? Strommast? Ich weiß nicht. Kran. Gut. Ja, das. Okay. Es gibt einen Kran hier. Ich sehe doch nichts hier im Kran. Ordi. Das Ding steht jedenfalls bei so einem LKW mit einem roten Container. Magie, was bist denn du überhaupt?
Ich weiß es nicht. Achso, ich bin Jack O'Neill. Ach, oh Gott. Ja. Yay, Munition. Ich habe Munition für meine Waffen. Ach, jetzt bin ich gefährlich. Ich hab einen Diegel, ich bin auch gefährlich. Also bitte. Hier liegt am Kram liegt eine M249. Nein. Lol, ich wollte auf die Pistole wechseln und es nimmt wieder die M16. Buddy, wie geht's dir? Wie läuft's? Willst mitmachen? Kannst du reinkommen und ja, ne? Haben wir einen? Ah, hier ist ein Eingang, okay. Haben wir was? Haben wir Black schon mal gesehen in der Runde? Ich ja, ja. Sie steht vor mir. Ja, kann ich sehen. Buddy, kannst du in den Discord kommen? Channel 1. kennst du, ne? Meine Rache. Okay. Oha. Ja, ein paar von diesen Dingern sind verbuggt. Das Spiel ist nichts für mich. Ich habe die ganze Zeit irgendwie Puls von 200 oder so. Aha, Ordi. Wer mich jetzt erschießt, selber schuld. Mein Puls ist bei 60, laut meiner Uhr. Mein Kribbeln ist 57 HP. Was? Durch Gegenstände, durch... Du warst ja vorhin mit mir in dem Wasser da unten. Ja, aber da hatte ich 75 und der hat einmal noch in meine Richtung geschossen und das hat mir nochmal HP abgezogen. Na, gerade hat irgendwelche geschossen und... Ja, ich okay. Wollte mit Hipfire so ihn treffen, damit nein. Ich Schaden ihn wieder abziehen. Ich hab 100%. Es geht nicht. Hey Black. Hoppla. Hey Dan. Hey. Hey Don. Wer hat gerade geschossen? Dan hey. Hat gerade geschossen. Ja. Du bist nämlich auf Schieß, Kiesel nie geklickt. Also es gibt in TTT, hier in TTT eigentlich auch einen, na, wie heißt das? Ist ein Innocent Scanner. Ja, aber nur auf bestimmten Maps. Oh, come on. Dann müssen wir mal auf die Lego-Map gehen. Da ist auch wie? Ich hab ne meine Bombe. Ja, Lego ist cool, was? Ja. So, also irgendwer muss jetzt mal was machen hier. Wie hast du das hier aufgezeichnet? Indem ich geil bin? Nein, was? Micky. Nein, du kannst wie bei Counter-Strike diese Flaggen, also diese Symbole einstellen. Toll. Jetzt weiß ich genau Bescheid. Ja, in die Optionen gehen, dann so ein Symbol einstellen und wenn du dann in-game bist, kannst du G drücken an der Wand und dann taucht deine Flagge da auf. Oder ein Bild oder ähnliches. Later, heute noch. Ja. Ja, Magie, dann mach doch was. Ja, Magie, ja, ich bin. Magie, ich vertraue dir irgendwie nicht. Ja, dann halt nicht. Dann schaut mich an und Black schaut mich an. Irgendwas explodiert hier hinter mir. Was? Ich hab nichts gehört. Ja. Dabei bin ich doch gar nicht so weit weg, dachte ich. Oh, jetzt ist was explodiert. Ich hab nichts in der Hand. Na. Ich hab Magnet in der Hand. Was bist du? Wer, ich? Ich soll ein Zelda sein, frag mich nicht. Ich sehe nur Errors, also das ist... Das ist nicht so gut. Das ist nicht so geil, ne? Nein, ich sehe nur von euch drei nur Errors. Ja. Von denen sehe ich einen Charakter, aber die anderen drei, nö. John läuft auf dem Kran rum. Ja, das Ordi, wo ist Magie, wo ist der, wo ist er denn? Ja, wo bin ich bloß? Ja, wo ist er denn? Schau mal ganz genau hin. Besser. Direkt über Black Blast. Ja. Großen Errors, die sehe ich. Leute, können wir demokratisch abstimmen? Wer ist dafür, dass wir John erschießen? Wer ist dafür, dass wir Dennis erschießen? Ich bin Beiständer. Ich würde einfach abwarten. Wer hier einen Scanner, könnten wir ausprobieren. Ja, aber wir haben keinen Scanner hier und der Traitor hat noch nichts gemacht. Woher weißt du, dass das der Traitor noch nichts gemacht hat?
Naja, sonst wäre ja irgendwer schon gestorben, ne? Idealerweise, also ich meine, es sei denn, der Traitor ist... Vielleicht hat der Traitor ja bloß nicht getroffen. Ich habe schon Schaden, das heißt, ich kann nicht sein. Ich auch. Ori? Was denn? Ich habe keinen Schaden, aber es sagt doch nichts. Warum? Leute? Ja? John ist tot. Hey dann. John hey, ist Ori. Tot? Ich komm. John ist tot. Ja, das habe ich jetzt verstanden, aber wo? Unterm Kran. Ah. Oh lol. Inno, Headshot. Wer hat auf ihn gezielt? Black. An innocent. Aha. Magie. Ich habe eine Schrotflinte, ich kann keinen Kopfschuss machen. Doch, könntest du rein. Theoretisch schon. Ich kann mit der Schrotflinte? Schwierig. Ja, man kann Headshot mit der Schrotflinte machen. So von ganz nah rangehen. Ich kann aber sowieso kein Headshot. Ja, genau. Mein Aiming habt ihr ja vorhin erlebt, als ich versucht habe, Black Glass zu erschießen. Und ich habe auch nicht das beste Aim. Ich würde jetzt einfach mal spontan Black beschuldigen. Black ist nämlich jetzt hört. Magie, wo bist du? Und Black hat, war zumindest, also Black habe ich als einziges nicht gesehen, während John umgenietet wurde. Ich bin ja jetzt in der Nähe vom Kran mit Black. Wurde von einer Rifle gekillt. Ja, ja, ich weiß, aber die Waffe könnte auch gewechselt haben. Aber jetzt sind eh nur noch 10 Sekunden übrig. Und dann mal gucken, was passiert. Bitte, ich stehe ganz still. Da. Ich halte dich trotzdem. Du bist hört. Ja, bin ich. Ja. Wer war denn überhaupt innocent jetzt? Audi. Ich war innocent. Audi war's. Oh. Audi managed to kill a single Warum? Innocent. Deine Serverregeln sind seltsam. Wieso? Ich kenne das nur, dass man nur einen Punkt hat am Anfang für den Job. Bei dir hat man 3. Dafür verlängert sich die Zeit mit den Kills nicht. Du, ich habe den Server nicht gemacht und ich kenne den Server eigentlich nur so, wie er ist. Okay. Dass sich die Zeit verlängert, würde man ja sofort sehen, wenn jemand umgenietet wurde. Nein, nein, nein. Die Zeit für Innocence wird normal angezeigt, aber die Traitor haben ab und zu so eine rote Zeit. Die wird mir auch angezeigt, die bleibt aber die gleiche. Und die rote Zeit ist die tatsächliche Rundenzeit. Okay. Ja, das geht. Yes. Der Server, wie er ist, ist schon uralt. Ja, orientiert. Immer so weitergegeben. Orientiert sich an dem TTT-Server von. Ehemals. Wie hießen sie denn? HWSQ. Oh, nee. Wie lange ist es eigentlich her, dass HWSQ jetzt nicht mehr gibt? Ja, in Jahren bestimmt. Hm. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es auf dieser Map absolut hypnotisierend finde, den Reaktor anzuschauen. Anzustarren. Boah, okay, hier runterlaufen ist eine doofe Idee. Leute, ich bin aber in 7 Minuten weg. Das ist doof. Ja. Okay. Hey, hey, hey. John. Oh Gott, ich wollte doch nur den Reaktor genießen. Ja, den hast du doch genossen. Ja, aber doch nicht so kurz. Da ist doch hier, guck mal, das ist... Ja, was soll das sein? Also... Ich bin Beiständer. Oh, Magie! Wir bringen! Die oder ich, du kommst. Okay, Waffen habe ich, aber hat's außer der Standardwaffe schon mal Munition gegeben? Ja, ganz viel. Ach, hier. Ich stehe ganz viel rum. Ja, ich habe welche. Direkt danach habe ich welche gefunden. Aha, Magie, haut ab. Ja, ich fahre jetzt Fahrstuhl. Ja. Aha. Aua. Ja, das ist Männerklo, da wirst du... Sorry. Nein, du gehst da nicht rein. Ich geh da rein. Ja, die andere Seite. Hier gibt's Splitterkanaten. Schildkröte. Also ich würde nicht reingehen.
Ich hab dann fahren lassen. Toll. Es stinkt vielleicht für ein paar Sekunden. Du. Hier ist kein Desinfektionsmittel. Ich prangere das an. Dafür stehen hier Radioaktivitätskisten einfach rum, also... So. Hey, schau mal. Da stinkt's ein bisschen drin. Ja, ja. Okay, das ist eine Waffenkammer? Ich komme hier nie wieder raus. Wo bin ich? John? Ach, hier. Da. Ah, Hilfe, los, weg. Body. Weg. Gravitationstestkammer? Geil. Was denn bitte hier? Ist so geil, Mann. Ne? Ich sehe schon, komm, gleich geht der Knopf weg. Ah, Hilfe, bin gleich tot. Ich will schon kommen. Ach, das ist die Munitionskammer, die Ordi meinte. Oh. Du musst mit ein bisschen Schwung. Ja, das mach ich doch. Nur, es gibt. Ich wusste es! Jemand ist draufgegangen. Ich wusste es. Ich habe ziemlich viel Schaden erlitten, aber ich habe niemanden gesehen. Oh! Es ist Magie! Nein, John ist es aber auch nicht. Ich bin nur zur Testkammer hin, um zu schauen, wer tot ist. Wer ist denn tot? Dan ist tot und, ja, gut, Dingens ist tot. John ist tot. Mhm. Ordi? Ich bin auch nur hier zum Gucken. Ich habe leider niemanden mehr gesehen, aber ich habe ziemlich viel Schaden erlitten. Das Ding ist, man kann das Ding ja von der gesamten Map aus steuern. Frage. Das ist ja wieder an. Nee, ich wollte nur kurz fragen, Ordi, was ist denn das denn überhaupt für ein Körper, was du hast? Ich müsste Ganondorf, wenn ich mich nicht irre. Sauron. Moment. Du bist Sauron. Sauron, stimmt. Aha, hi Black. Black ist die einzige, die ist. Also Black oder Ordi oder. Ja, ich. Black war schon. Ich meine, das heißt nichts, aber. Nee, das heißt nichts, aber. Ich vertraue auch Ordi nicht, der mir gerade gefährlich nahe kommt. Ich sehe euch, ich sehe euch. Meine Toilette. Eck. Meinst du die, wo ich vorher so reingepurst hab? Ja, da ist er drin. Die, wo ich reingepurst hab. Genau. Oh, die kommt wieder raus. Hast du dich da hinten vergraben gerade, Magie? Nein. Ja, so ein bisschen. Ich stehe hier nur auf dieser Treppe. So, ja. Ich spreng jetzt mal das Frauenklo. Hör zu. Und ich stifte jetzt Verwirrung. Okay, offenbar kann man Granaten sehr weit schmeißen. Ja, die ist in die Ecke gekullert. Ja, so weit wollte ich gar nicht. Das ist eine sehr unvorteilhafte Situation für mich. Ach so, weil du Traitor bist und jetzt nicht ein gleichzeitig, also nee, beide gleichzeitig. Du hast die Shotgun und ihr Black Blast ist quasi ungefährlich mit der. Da ist nur das Gut. Problem, der darf mir nicht zu nahe kommen. So, also ganz, ganz nah. Aber du mit der Shotgun, du bist gefährlich da in der Ecke. Und vor allem bin ich gut versteckt hier. Ich habe nur eine scheiß Mac 10. Ich kann gar nichts ausrichten. Ich glaube, die ist noch schlimmer als die Huge. Was passiert denn? Ich hab mal ein bisschen Musik angemacht. Nö. Was? Wer ist hier in den Raum gekommen? Ach, ist gar nicht. Hey, so, Ordi.
Okay, da Musik. Ja, da Musik. Lol. Ordi. Magie. Ordi, warum folgst du mir? Ich weiß nicht, wo du langläufst. Aha, und warum? Ah, wieder aus. Ausgemacht. Weil ich die Karte noch nicht kenne. Und du die anscheinend hier irgendwelche Schleichwege benutzt. Ich wusste nicht mal, dass man da reinkommt. Geschweige denn, dass da ein Radio steht. Oh, aha. Das ist die andere Seite. Ah, okay. Ah, doch, damit. Oh. Ah, dann bin ich hier unten schon gewesen. Okay. Back. Wir hängen immer noch alle auf dem Haufen, was auf dieser Karte total untypisch ist, weil diese Karte eigentlich. Ah. Mist! Oh mein Gott. Ich war nicht schnell genug beim Spielen. In den drei Matches war es immer Ordi. Nein. Ja. Doch, jedes Mal zu Anfang der Runde. Immer so. In der ersten Runde einer neuen Karte war ich jetzt Traitor. Ja, ich würde mal sagen. Ordi. Bei der nächsten Match. Ja. Für ein Gemetzel hier. Man geht nicht die Tür einfach. Und nein, das mit dem Gravitationsding kann man nicht von der ganzen Karte aus aktivieren. Ich? Nein, da muss man quasi direkt vor der Tür stehen. Was? Seit wann denn das? Weil diese Zeichen werden erst leicht durchsichtig und irgendwann verschwinden sie, wenn man zu weit weg ist. Mhm. Kann man so tun. Dann jetzt auch stehen zu bleiben. Achso, da kann man durchlaufen. Ich dachte, sie werden abgezogen, wo man nicht durch kann. John, nein, da kann man durch, aber keine Materialien können da durch. John, folgt mir. Also ich weiß, was du für. John ist bei mir. Vielleicht ist er drinne, so. Bleib John ist bei mir, ich will's nur sagen. Hi John. Ah ja. Ich hab dich ganz gut erschreckt, oder? Wo ist denn? Er ist geflüchtet. Der ist geflüchtet. Leute, wer findet den Reaktor noch hypnotisierend irgendwie? Ja, das sage ich doch schon seit ich diesen Reaktor das erste Mal gesehen habe. Diese Art von Ringen, die ineinander sich drehen, gab's auch bei Starpoint Gemini 1. Dachte vermutlich wieder keinem der Spielchen, aber es ist ein gutes Sci-Fi, also relativ gutes Sci-Fi-Spiel. Ja, ja, das war ich hab Kisten umgehauen. Das kann jeder sagen. Ja, ich kann jetzt auch mit Vorankündigung auf ein Fass schießen, das explodiert. Bitteschön, reicht dir das als Beweis? Hey, John. Hey, du hältst dich hier weg. John, komm doch mal mit hier rein. Das ist so scheiße, was ist das? John schießt auf die Fässer bei mir. Ja, wo seid ihr? Unterm Reaktor. In dieser Giftmülldeponie, in der man Schaden kriegt, wenn man nicht den Hazmat-Suit anhat. John, hast du den Hazmat-Suit an? Das war nicht. Ja. Achso. Man sieht den gar nicht. Oh. Hey, John! Das ist aber nicht gerade. Entschuldigung, ich hab schon ab. Nein. Ich erinnere mich an diesen Raum, da gehe ich nicht durch. Was? Ich dachte, ich sei hier oben alleine. Okay. Ich glaube, da sind sich gerade zwei begegnet. Ja, und so wie Dan dabei gezuckt hat mit seiner Waffe, hat er einen halben Herzinfarkt bekommen. Ja, okay. Oh, Moment. Was ist hier eigentlich drauf? Windows XP.
Team. Shortcut to. John is here, John is here, John is here, John is here, John is here. Was macht ihr? Bleib da rennen. So. Wo seid ihr gerade? Oh, das ist ja durch. John, das war jetzt das zweite Mal, dass du mich anhaust hier. Das reicht mir. Okay, er war's nicht. John wurde von der Tür zerquetscht. Von der Tür? Was hat die angestellt? Die ist zugegangen und er ist weggeflogen. Leute, wie kommt von oben vom Reaktor Kontrollraum wieder runter? Fahrstuhl. Kommunikationsraum, glaube ich. Gibt's einen Fahrstuhl? Ja, mehrere. Ach, gesehen. La 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 la. Was? Was? Hier ging gerade eine Tür auf. Da ist keiner durchgelaufen. Ist vielleicht jemand unsichtbar? Leute, Notfallversammlung. Na. Ich bin jetzt unterm Reaktor, das zählt doch dann auch. Wie kommt man unterm Reaktor? Ich ja. Ich bin jetzt unten am Reaktor. Am Reaktor. Aber du musst da unten drunter. Und da kommst du über verschiedene Räume und Fahrstühle hin. Oh, nicht lang. Hier ist ein großer roter Knopf. Soll ich da drauf drücken? Ja! Er ist nicht drückbar, leider. Popular Scientist. New Level of Quantum. Irgendwas. Hebel. Ich will Hebel ziehen. Aha, hier sollte ich vielleicht nicht rein. Kantenlänge A durch Kantenlänge B ist gleich Cosinus von Lambda. Was? Doll. Wie kann ich Licht machen? Ah, F. Boah. Oh nee, nee, du erschreckst mich gerade schon wieder. Warte, der Skin macht mir einfach erschreckt. Dass wir uns schon wieder über den Weg laufen hier. Roter Knopf, ich will drücken. Ich mach nochmal Musik an. Ich mach für dich Musik an. Mordi? Ja? Weißt du, wie es runter geht? Was? Unten drunter? Nein. Ja. Also vielleicht bin ich es gerade am rausfinden, aber eigentlich nein. Hier ist der Traitor-Tester. Es gibt einen Traitor-Tester? Ja. Wo? Überm Reaktor. Hier ist Blut. Ja, das könnte von John sein. Falls ihr da seid. Leute, ich hab Black gefunden. Aha. Black! Oh! Aha. Oh. Sie ist Tode gefallen. Aha, hier kommt man rein, okay. Ja, John, ich sehe da. Hi. Oh, hi. Dan meine ich. Nein, bleib an. Es ist dein Ernst? Nix Radio. Doch, Radio. Wehe, du schaltest es an. Aber Radio. Alter, können wir uns mal alle bitte in der Lobby treffen? Ja. Nein. Wenn man irgendwann da ist. Standoff machen. Aha, jemand ist gerade mit dem Fahrstuhl gefahren. Nein, ich hol mir gerade einen Fahrstuhl. Oh. Ja, ich hab John gefunden. Yep. Hm. Okay.
Mhm. Noch 2 Minuten, ne? Ne, Traitor. Ja. Alter. Aha, Ordi. Funktionieren die Fahrradkühler eigentlich? Huch. Hey John, Dan. Magi, was hey John. Hast du? Ordi, ich hab ne Schrotflinte. Die dir gefährlich werden kann. Aber die hab ich gerade erst aufgenommen. Du bist doch gerade schon mit der M16 rumgelaufen. Ja, ich hab die ein paar Mal gewechselt, weil ich wollte jetzt M16. Nee, mach mir. Nee. Moment, haben die vorhin auch schon funktioniert? Die funktionieren die ganze Zeit. Die Treppen funktionieren hier. Das wäre mir vorhin gar nicht aufgefallen. Das ist ja cool. Komm schon, geh auf die Seite, ich will vorbei. Also wenn da gleich jemand tot ist, ne? Das ist typische Fahrstuhl. Oder, Fahrstuhl ist nicht, Ordi, lebst du noch? Ja, tust du. Mhm. Magie, bist du noch behindert? Wieso? Sorry. Alter. Oh Gott. Ordi? Ordi? Ich vertraue euch nicht. Ach was? Magie? Ja. Wir verteilen uns einfach noch 18 Sekunden lang auf alle Ecken des Raumes und gucken da mal, was passiert. Ja, das war aber reichlich, Fail. Oh Leute, du musst jetzt weg. Jo. Sag mal, kann es sein, dass wir in jeder neuen Runde irgendwie, also in jeder Runde neu machen? Jede zweite. Nee, aber irgendwie jede zweite oder so. Ja, schon. Das ist schon. Doof. Dann, Leute, bye. Bye, hau rein, bis dann. Bye, bye. Buddy, tschüss. Willst du mitmachen? Oh. Aber jetzt mal ohne Spaß. Ich bin am Zittern schon die ganze Zeit wie blöde. Also ich wurde von Magie getötet. Das finde ich sehr erstaunlich. Ich war noch nicht einmal Traitor, ne? Ja, das ist das Problem. Du bist ja. Die ganze Zeit. Das finde ich sehr doof. Da stehen gar nicht mehr die alten... Da stehen gar nicht mehr die alten Regeln. Der hat viel zu wenig Munition. Ach ja, wartet mal. Ordi, komm nochmal zurück. Nein. Doch, wir sind noch im Preparing. Ja, ich weiß, aber ich suche gerade eine Waffe. Und die Musik höre ich auch so. Das ist die gute... Lego Insel 1 Musik. Ne, Lego Insel 2. 1 oder 2? 2. Das waren noch Lego-Spiele. Ja. Hog Raiders, Racers, Insel. Und hier, Pizza für alle. Pizza. Uhu, ja. Die erste Runde, dass ich kein Trainer bin auf einer neuen Karte. Sicher? So, ich kann mich jetzt nicht mehr aus dem Ducken heraus bewegen. Dann ist aus dem Discord raus, aber nicht vom Server. Hm. Wenn die Runde gleich vorbeigeht und er war Traitor. Lustig. Oh. Ach ja, hier ist der Traitor-Tester. Soll mal hier schießen? Diggle! Yay! Ich hab eine! Okay, da war's nicht. Black. Da hinten läuft John rum. Black! Was machst du da? Black! Ah ja. Der mal probieren können, ne? Ja. Diggle win. Du fliegst, hast reingedrückt.
Eigentlich hatte ich diesen komischen Boomerang, aber das hat nicht funktioniert. Ja, die Traitor-Waffen funktionieren alle erstaunlich schlecht. Siehe das Messer, das ich dir die erste Runde in den Rücken rammen wollte. Ja. Das mich einfach in Luft aufgelöst hatte. Und dann stand ich da, okay. Ist doof. Ich habe meine Punkte für eine Rüstung, für das Radar und für dieses Messer ausgegeben. Gut, so, da würde ich... Das Radar würde ich nicht unbedingt direkt zu Anfang nutzen. Oh, diese Zoom-Funktion. Hast du also eine Sniper-Scharfschützengewehr-Dings, weißt schon. Kennst du? Nee, Zoom kann ich auch mit den M16 und mit der Shotgun und so. Ja, mit der Schrotflinte zoomt man doch nicht. Mit der, die holt man einfach nur ran. Ja, Kimme Korn. Das ist kein Zoom. Aha, wer hat den Nebel gemacht? Aha, ich. Black steht vor mir. Nicht wie das geht. Ich bin innocent. Ich war Granate. Kann gar nicht Traitor sein, weil ich eben schon Traitor war. Das ist eine Lüge. Ich war auch mal zwei Runden hintereinander. Ach, Quatsch. Dieses Spiel. Sag bloß. Nein. Aua. Aha, Black. Nein. Aha. John ist es schon mal nicht. Ich mach wieder Musik. Okay. Meine eigene Musik. Besser. Aha, magisch. In die Luft. In die Luft. Wer ist da so stark verwundet? Nee, stark verwundet. Ist nur Trigger-Happy und das ist aber auch so orange, deswegen habe ich gedacht. Achso, ja, ich habe halt schon leichten Fallschaden gekriegt, als ich von der Polizeistation runtergefallen bin. Ich habe auch leichten Schaden. Den habe ich sowieso, aber ich meine, im Spiel. Ich habe eine Pizza in der Hand, wenn wir alle Pizza essen. Ich sehe Black. Ja. Was? Black nähert sich. Ja. Ihr habt eine Pizza. Pizza für alle. Ich mag keine Pizza. Ich schon. Was? So. Traitor. Traitor, nein, Instant Kill. Ja, bitteschön. Nein, danke. Okay. Hui. Ich füge der Pizza noch ein bisschen Blei hinzu. So. Hui. Warte. So, wer ist eigentlich noch da? Ordi, wo bist du? Ach, Ordi ist da hinten. Nee, Dan ist da hinten. Doch, ich bin bei, in einer dieser Ecken, bei so einem Turm. Da Wieso? Ist was. Da fliegt Munition! Wieso ist Dan eigentlich noch da? Sollen wir den mal umnehmen? Achso. Daher ist er Na gut. Ja, ich sag dir mal. Okay, irgendwie muss ich den Server mal neu einstellen. Das schaut ja irgendwie nicht hier mit diesem Map-Wechsel, der da nach allen zwei Runden kommt. Atlantis, Stargate, John, mach mit. Geh ich doch schon. Ja, Stargate, Atlantis. Oh. Ja, die Map kennen wir zu auswendig. Das ist die einzige Map, von der ich tatsächlich sagen würde, da kenne ich mich einigermaßen aus. Welche, Stargate oder der Zelda-Ding da? Nein, die Stargate Atlantis und die normale Stargate Map. Oh, dieses. Gut. Die Herbst-Map. Ah, gleich die richtige Waffe gekriegt. Alles vollspritzen. Mit Blut. Disco. Hui. Und Watta, hier ist Watta. Watta? Watta ist da. Und was um Himmels Willen machen diese... Mag einfach gar nicht.
Warum sind die Häuser hier eigentlich alle so kaputt? Okay. Der Fallschaden ist echt heftig. Muss so. Ja. Ja, warum? Erklär doch mal, was ist denn die Story dahinter? Hast du die Spiele etwa nicht gespielt? Nicht ein einziges. Geh in die Ecke und schäm dich. Nein. Dafür ist das zu Nintendo exklusiv. Da, also, ich weiß nicht, wir haben halt die Wii. Da haben wir halt bei dem Zelda von meinem Bruder zugeschaut. Und ansonsten haben wir meistens eh Super Smash Bros. Brawl gespielt. Was soll ich mit Dan? Wollen wir ihn jetzt mal töten oder wollen wir ihn lassen? Aha, ich sehe Ordi. Ja, weiß nicht. Für Kicken. Ja, ist so. Auch nicht schlecht. Ich kann ich das über den Server machen? Warte mal. Was zur Hölle? Ich töte ihn mal. Ja, okay, ich hatte eigentlich mit der Nigel auf seinen Kopf gezielt, aber irgendwie in dem... Ey! Oh Gott, jetzt muss ich das komplett eingeben. The Beast of the North in Klammern Dan zockt. Ja, bitte, schenk ich dir. Ist weg. Schade. Der ist ein bisschen zu weit geworfen. Das dauert ja so lange, ey. Das ist doof. Ja. Aber John, dass du mich umgenietet hast, weil ich habe über die Konsole gerade versehentlich gesehen, dass, ja, ne? Ich weiß. Aber Dan ist jetzt raus. Ja, siehst du. Der ist doch nett. Ui, hier ist ein Räumsche. Das war ja eine richtige Quickrunde hier. Ich bin immer noch verwirrt darüber, wie sehr die Diegel gerade verzogen hat. Also, da muss ich die Maus richtig, muss ich richtigen Anfall bekommen haben, so krass, das wegging. Hast du mich noch getroffen? Was ist eine Frage? Ich habe ja nicht auf dich geschossen, ich habe ja erst auf Dan geschossen, ja. Weil ich den auch töten wollte, so. Und habe mich dann noch darüber aufgeregt, dass ich so komplett daneben gezielt habe. Ja, und dann hast du halt auf mich geschossen. Rotflinte. Aber wer haut hier eigentlich die ganze Zeit mit der Crowbar durch die Gegend? Ich. Black. Ach so. Um die Dinger zu zerstören, wo die Waffen drin sind. Hier ist ein Schild, auf dem nichts draufsteht. Hm. Ich höre immer noch die Musik, das ist eine Scheiße. Die Musik von der Dings nicht hören. Bin ich. Dim. Aha, John. Was hast du denn hier? Ja. Warte. Dass sich keiner daran stört, dass ich meine Huge schon fast leer geschossen habe. So. John, schieß mal, aber nicht auf mich. Na gut, aber wir kommen jetzt beide die Treppe nicht runter. Die Leiter runter. Warum wird hier auf mich geschossen? Ich bin's nicht. Ich auch nicht. Ich sehe Ordi. Ja. Aber mit einer Schrotflinte. Hä, bleibt Glas, sehe ich da hinten. Ja, und hier vorne läuft Ordi rum. Ja, ich war die ganze Zeit in eurer Nähe. Das heißt, wenn Black Glass da hinten ist... Hä? Ja, John und ich haben uns gerade gegenseitig decken können. Und ich war zu euch in Sichtweite. Ich war hier oben in dem Garten drin. Ja, eben. Ich habe euch die Smoke da hochgeschmissen. Also, die hier vorne gelandet ist. Mhm. Ja. Soll Black sich selber angeschossen haben, oder was? Wohl kaum. Also ich würde sagen, John war es nicht. Und John kann sagen, dass ich es nicht war.
Ja, so ungefähr. Da bleibt nur noch einer übrig. Aber ich hab nichts gemacht. Mhm. Oh, oh. Ah. Okay. Black Blast hat auf mich geschossen. Quatsch. Wie habt ihr das denn jetzt hingekriegt? Entschuldigung. Einmal mit Profis arbeiten. Aha. Nein, ich mach. Lade nach. Ey, ey, ey. Schon wieder, ey. Nee. Schön schauen, dass es ausgeglichen bleibt. Ach ja. Die Karte muss ich erstmal runterladen. Ist auch nicht schlecht. Hm. Ja, ist doch gut. The Forest. Ach, die Karte. Ja, ah, ja. Die kenne ich auch. Ich sehe. Oh, lol. Ich habe mich gerade gewundert, warum bin ich denn jetzt schon Traitor? Weil ich meinen Lebensbalken als Dings gehalten habe. Dabei sind wir noch im Preparing. Ach, Ordi. Wie geht man mich hier raus? Preparing. Und seid ihr schon prepared? Ja, so wie. Erstmal schön ein ausprepared. Ich muss mal überlegen, wie komme ich jetzt hier raus? Guck mal, und jetzt Preparing vorbei. Aber hey, hier läuft Musik. Hey, hier fliegen Schüsse. Hier fliegen Schüsse. Hab ich auch gerade gedacht. Mhm. Ordi. Komm nicht raus. Ordi. Ja, was denn? Achso, okay. Was, Ordi? Aber ich komm nicht hier raus. Bin hier eingesperrt. Okay. Das finde ich gut. Ah, die läuft noch. Wer? Diese Lok läuft noch. Ach so. Der Hubschrauber hier fliegt auch noch. Wer hat den Hubschrauber bestellt? Oh. Hey, Ordi. Ich. Da ist gerade jemand gestorben. Black. Oh. Bin ich schon wieder Black? Sein. Ja. Hm. War noch nicht einmal Traitor, das ist ja ganz was Neues. Wir können gerne das nächste Mal tauschen. Vor allem, ich habe irgendwie immer die falsche Waffe. Ja, im Nahkampf gegen den Deagle ist doof. Mit dem, ich habe keine Munition, lade nach. Sniper. Nicht schießen, muss nachladen. Ich hab ja schon längst auf dich gezielt, da warst du da hinten noch in der Eisenbahn. Tuff, die Eisenbahn. So schnell die Waffe wechseln, irgendwie kriegt das einfach nicht gebacken. Mausrad und drücken. Oder einfach zweimal die Taste drücken. Ich gehe am Anfang einmal auf meine Pistole und danach einmal auf meine Primärwaffe. Und danach kann ich die zwischen den beiden mit Q hin und her wechseln.
Ja, die ich möchte das nochmal machen. Jetzt lass mich doch darüber. Och, das ist doch doof. Wieso darf ich denn nicht da? Du warst da gar nicht rüber. Was ist das denn hier? Was war das? Keine Ahnung, was das war. Ja, Schnauze! Nee, das ist, okay. Das war das. Der ist stabil. Was? Ist gerade irgendwie nicht doof. Aha, Body. Ich muss nur mal kurz das da machen. Nein, das Danger ist über den. Seid ihr denn? Geh weg. Schütze. Kann mir mal einer erklären, wie ich hier hinten hinter diesem Zug rauskomme? Irgendwie über den Zug. Body, was machst du da? Achso, hier. Gute Frage. Keine Ahnung. Kann die das nicht sagen? Ich kann versuchen, mal. Aha, John, hallo. Beck, lebst du noch? So. Ja, ich lebe noch. Ich bin aber irgendwie. Traitor, ich habe eine Geisel. Aha. War's besser? Nee, okay, Mann. Okay. Wenn du willst, dass der Gartenzwerg am Leben bleibt, dann lass mich nicht. Der Gartenzwerg, was? Hey Black, ich bin über dir. Aber frag mich nicht, wie du da hinkommst. Ich bin hier gespawnt und ich komme hier nicht raus. John ist Traitor. Das ist eine Lüge. Natürlich. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Keine Ahnung, wer es war. Ich war es auf jeden Fall nicht. Ja, mach's noch offensichtlicher. Wie kommt... Ordi! Er ist doch John. Natürlich ist das John. John steht nur über mir. Ich kann den nicht erreichen. Ordi schießt nicht mehr auf dich. Dankeschön. Zählt mir gerade noch groß. Es ist John und dann schießt du auf mich. Und dann kommt ja, das war so. Auf dich geflogen. War so, okay. Macht keinen Sinn. Es tut mir leid, ich habe nur proaktiv gehandelt, bevor irgendwas schief geht. Ups. Ja. Jetzt haben wir noch im Angebot. So, wie kommen wir jetzt am besten dahin? Ich wollte dich gerade umnieten, da drehst du dich um und springst weg. Ich hab mich schon gewundert, so irgendwas höre ich doch gerade hier. Das kann nicht normal sein. Aber guter Schade. Schuss, John. Ja, die Liege ist verlässlich. Ja, okay, Liege mit. Ich hatte auch nur noch 12 HP, dank Magie. Oh. Hä? Ich hab nicht nur einmal angehustet. Es kann auch sein, dass auch die Melle da auch geflogen ist und. Da ein bisschen HP genommen hat. Nee, die Melon war das nicht. Das war tatsächlich deine Diegel und Magi. Hm. Aber sag mal, wie kommt man denn hinter diesem Zug raus? Ich bin da gespawnt und ich über den Tunnel, wo man reinkommt, da ist dieser Zug, dieser weiße, und auf den kann man ganz am Ende springen. Mit diesem Crouch-Jumping. Also erst Leertaste und dann Steuerung. Ja, ich hab's probiert, aber ich bin nicht drauf gekommen. Ich bin Mann. Halt gespawnt. Der Schneemann hat ein paar Nasen bekommen. ein paar Nasen ist auch ein netter Euphemismus dafür. Ja, guck mal, der hat jetzt ganz viele Nasen da unten bekommen. Also der Farbe nach zu urteilen, sind das Teile vom Mund und von den Augen. Vielleicht hatten die einfach zu viele Steinchen übrig. Ja. So, Magi? Ja. Wir gucken uns jetzt zum Rundenstart an. Und wer Traitor ist, erschießt den anderen sofort. Okay. Oh Gott. Ich weiß
ich weiß überhaupt nicht, wo ihr seid. Ich finde. Ich auch nicht. Das ist hier eine komische Karte. Das ist eine andere Karte. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich auch nicht. Okay. Hört man mich? Oh, hier ist Thomas. Ah, okay. Man hört mich offenbar nicht. Ich kann jetzt reden, ohne dass ich angezeigt werde als gemutet. Ja, aber danke. Der Ordi, da haut er mich weg. Vor allem direkt mit dem ersten, also, ne? Also, das, Erfolg mal den Ordi. Das hat nicht geklappt, Ordi. Amma, moin. Noch? Wie geht's? Auch noch, oder nicht? Hallo? Es leben nur noch die beiden. Wieso? Wie ist denn John umgenietet worden? Gut, bei dir. Ach ja, doch. Ganz okay, ganz okay. Ja, Black darf jetzt allein Unterhalterin machen. Ja, nee, John, auch die Idee. Das, die laufen jetzt erstmal ganz weit weg voneinander. Aber oh, die hat auch noch ein bisschen Zeit. Ach ja. Ja, genau. Schön da nach oben. Ich muss noch näher an die Leiter ran. Da wäre mir ja schon die Füße gegangen wieder. So, wo ist er? Er ist ganz weit weg. Ha? Pass bloß auf. Nein, der Ordi sieht nur, er weiß, dass er da ist. Oh, gerade in Sicherheit gebracht, aber sowas von knapp. Wäre natürlich schnell hinterher. Oh nein. Ah. Eieiei. Mann. Oh je. John, wie bist du denn draufgegangen? Weil ich wurde One-Shot mit Olli Shotgun gekillt, ey. Das... Oh. Ich hab nur die Deagle eingesetzt, die ganze Runde. Ja. Und Ordi hat mich direkt wieder weggehauen. Alter, echt wirklich gemacht. Ich werd verrückt. Vor allem Ordi und ich sagen noch so, wir erschießen uns gleich ganz am Anfang, wer halt Traitor ist. So, dann sag ich nichts mehr und keiner sagt mehr was. Das war echt ganz groß. Eieieiei. Ach nee, die ist doof. Das ist eine Deko-Waffe. Aha, jemand hat geschossen, nachdem Dings ausgewählt wurde. Habe ich gerade gehört, wie jemand gestorben ist? Ich habe keinen gehört. Nichts. Ich habe auch keinen gehört, aber ich habe auch noch keinen gesehen. Ich auch nicht. Ich sehe nichts. Okay, ich gut. Hier. Dann, hey, Ordi. Bring mich nicht wieder um. Ich mache nichts. Nein. Ich bin Inno. Diese Runde bin ich Inno. Ordi, geh weg. Ich will nicht wieder dahin, wo ich hergekommen bin.
willst wieder dahin, wo du hergekommen bist? Nein, ich will nicht dahin, wo ich hergekommen bin. Achso, du willst hier hoch. Ja. Dann muss ich ja zurücklaufen. Ja, eben. Leider funktionieren diese Minitüren hier nicht. Ach gut, dass sie über Abflussrinnen sind. Ich geh weg. Gut. So, Hordi hat die Gelegenheit. Hordi auch, aber... Schlag, schieß! Was? Entschuldige, das... Ich meine, ich hab mich so verjagt. Okay. Oh, ich bin innocent. Ich hab mich Weil du aufgehört hast zu schießen, glaube ich dir. Erstmal. Und weil ich dich ziemlich hart verwundet habe. Oh. Ja, ja. Aha, ich sehe Black. Ja. Und ich sehe John. Ich sehe alle. Hui. Ich bin wirklich innocent. Na, hier sind wir alle auf einem Haufen hier. Hm. Ich sehe tatsächlich nur Black. Ach, da oben. Hey, Ordi. Und da, ja. Und John ist deine Ecke gewesen. Ich verzieh mich mal. Hey, John. John. Was denn? John. Black. Wer hat hier gerade geschossen? Ordi. Ich habe keinen Schuss abgegeben. Das war ich. Alles gut. John, warum schießt du auf mich? Ich schieß die auf. Ich hab da nee, hab nur ganz wahnsinnig geschossen. Aha. Oh, Blatt. Ey, hallo. Wie? Das war. Ich hab Diegel. Ich kann nicht so schießen. Ich hab auch eine Diegel. Maggi. Mhm. John war innocent. Ich lebe übrigens immer noch, erstaunlicherweise. Ich weiß gar nicht, wie ich eben da weggelaufen bin. Ordi ist innocent. Buddy, das ist. Was ist denn hier los? Das hat gepasst. Das war gut gemacht, Buddy. Dauert ja Ewigkeiten, bis die mal zündet. Ja, das dauert richtig lange. Gottes Willen, was ist das? Was ist das? Ach ja. Eieieiei. Nein, kein Pokémon. Da gehe ich lieber mit auf, was auch immer die Karte da ist. Ja, Gott sei Dank kein Pokémon. Aber warum sagt mir eigentlich keiner, dass die ganze Zeit die Musik im Hintergrund noch mitläuft? Ja, weil keiner von uns den Film schaut. Ja, das habe ich gerade festgestellt.
meine, ich kann sie auch anlassen, aber... Okay. Also auf jeden Fall gibt es hier Waffen, das heißt, die Map ist so, potenziell okay. Spielbar. Das ist die Map. Ja. Okay, die kenne ich. Ne? Oh nein, man kann wieder durch... Oh, hier ist ganz viel Geld drin. Aha, interessant. Sind das... Money. 2000 in 100er Dollarschein. Mhm. Warum spawne ich eigentlich immer an völlig anderen Plätzen als ihr? Weil das normal ist? Das ist so gewollt, würde ich auch behaupten. Immer so weit ab vom Schiff. Die hier rumliegen haben. Hi. Warum haben die eine Waschmaschine, in der Geld ist? Drogenbaron. Geldwäsche. Muss doch immer. Inno. 100%. Inno. Oh, stimmt. Gar nicht mitbekommen. Hättet ihr jetzt nicht gebrüllt, hätte ich nicht mitbekommen, dass die Runde angefangen hat. Na. Ich bin blind. Oder unaufmerksam. Das hast du gesagt. Oh, die ist blind, hat er gesagt. Ich brauche eine Brille. Also zumindest schon mal teilbar. Hm. Ey, oh. Okay, schwarze Was? Autos sind nicht gut für die Gesundheit. Oh, die? Was denn? So sind schwarze Autos nicht gut für die Gesundheit. Weil man darin rumglitscht, wie blöde. Ja, das ist richtig. Ach ja, Audi. Das Haus gehört jetzt mir. Wäre ich jetzt Traitor, würde ich dir dafür in den Kopf schießen. Egal, was das für Folgen hätte. Oh, Respekt. Als Traitor hat das doch gar keine Folgen. Ja, von wegen aufgedeckt und so. Ach so. Leute könnten mich sehen und sowas. Öh. Da ist wer vom Dach gefallen. Nee, ich bin hier auf den LKW gesprungen, aber dann durch den LKW hindurch gefallen und hab dann Schaden gekriegt. Oh, ich werd beschossen. Ja, ich... John. Okay. Gut, dass ihr das schon mal erledigt habt. Also Black, ganz im Ernst, du hast mich gesehen? Oh, eine U-Bahn-Station. Ich sag nur, Ich stand neben dir und ich denke mir so... Warum hast du mich gesehen? Kann man hier ich hab nur John gesehen, weil der leuchtet wie ein Christbaum. Kann man hier einen Zug fahren lassen als Traitor? Ist echt. Das musst du selbst rausfinden, fürchte ich. Dazu müsste ich ja erstmal wieder und ich war ja bisher nur einmal. Warum liegen im Bahnhof unten eigentlich nur Loks rum? Naja, ist halt Bahnhof. Ne? Das ist interessant. Da kann man nur kleine Sachen mit sich führen. Versteckt. Ey, wer hat auf mich geschossen? Oh, Blumen. Ja. Das ist ja der Mega-Secret-Raum. Hier sind Blumen. Mega. Schöne Blumen. Blumen. Ach, schöne Blumen. Feuerleiter. Au. Ey. Wer war das? Ich bin ganz woanders. Ich bin auch ganz weit weg. Ich bestaune gerade eine Lagerhalle. Oh, alles da. Okay, ich glitsche mich durch die Leiter durch, während ich an ihr nach oben kletter, in Anführungsstrichen. Fall nach 2 cm wieder runter. Hey. Irgendwer hat hier irgendwas irgendwie gerade fliegen lassen. Ich habe nur nicht gesehen, was. Aber ich irgendwas. Ich habe ein Zaubergeräusch gehört. Ja, das habe ich auch gehört. Zusätzlich. Hey, Ordi. Der Schuss kam von da hinten. Gut, dass du erstmal losschießt und mir einen Schrecken einjagst. Zack ist da. Entschuldigung. Aber nein, ich habe dahin geschossen, wo Dingens herkam. Ich traue mich nicht, aufs andere Dach rüberspringen zu wollen. Nee, bevor hier irgendwie noch mehr kaputt geht, ich kann mich ja vorsichtig... Was sagt mir Cars? Gleich... Unten. Okay, ich kann mich zumindest auf den Zaun hier fallen lassen. Fährt hier im Bahnhof nicht auch ab und zu mal ein Zug durch? Ja, das wollten ich ja schon als Traitor, also fragen, also ob der Traitor da einen Zug durchfahren lassen kann. Okay, gesehen habe ich es noch nicht. Weg runter vom Dach? Nee, ne? Du musstest dich auch auf den Zaun runterlassen, damit du wieder da runterkommst, ne? Oder halt über den Rückweg, Treppenrückweg, Dings. Au.
macht Schaden. Erstmal waschen. Hä? Hä? Okay, ich hab grad mal. Okay. Was? Nix. Ich hab grad mal eine Badewanne demontiert. Ja. Das geschah. Das. Hä? Man. Man kann die Badewanne mit E rotieren lassen. Die guckt sogar nice. durch die Wand durch. Ich sehe diese Badewanne durch die Wand durch. Hui. Badewannen-Action. Aber konnte warum man sich nicht, wenn man tot ist, in irgendwelche Gegenstände irgendwie da? Ja. Wie war denn das noch? Wie ging das noch? Wenn man tot, glaube ich. Ja, genau. Das habe ich vorhin probiert, das hat nicht funktioniert. Das geht auch nicht bei allen. Also. Und da ist John. Ah, John hat endlich einen nicht leuchtenden Skin gewählt. Er ist Link. Hey. Ja, ich wollte mal einen anderen Skin wählen. Das ist eine Satellitenschüssel. John, lauf mir nicht hinterher. Ja, Audi. Denn überhaupt? Audi. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich mich von diesem blöden LKW verjagt, Maggi letztens reingesprungen. Hey, John. Maggi? John, was hüppelst du hier rum? Wie komme ich hier weg? Das Ordi? Hey, Ordi, John, Ordi. Oh. Das ist jetzt mein Territorium, so. Nee, meins ist das hier, so, bitte. Hä, welches denn? Guck dir das an. Guck dir das an. Nicht originell. Das ist originell. Wow. Sag mal, John, wieso trägst du eigentlich manchmal die Taschenlampe auf dem Boden? Es ist bei mir aber auch so, bei euch. Ja, passiert. Okay. Ey, John, was machst du hier? Ey, John. Odi, wenn ich gleich nicht mehr liebe, war es John. Lavaravara, er lebt noch. Gut, dass ich euch beide noch sehen kann. Komm. Jetzt solltest du mich hoffentlich nicht mehr sehen. Okay. Ich hinterfrage die Physik dieses Spiels hier mal nicht. Ey, wer hat hier was kaputt gemacht? Du? Nein. Ich habe nur die Wunder der Physik bestaunt. Ey. Ich sehe euch. Das war eine Dinge. Lass die Tür auf. John, zeig mal deine Hauptwaffe. Was? War hier? Die hier? Aha. Ein Sniper hier. Maggie? Ja. Quatsch? Nicht zu sehen, ne? Nee. Wir haben uns nicht angetroffen. Das gibt's doch nicht. Die waren überhaupt nicht hier. Nee. Boah. Ich hab nur die Kisten kaputt gemacht. Das hab ich dann gesehen, aber du hast mich trotzdem erstmal verjagt. Entschuldigung. Hä? Hast du mich wirklich geschossen? Ich hab gar nichts gemacht. Du hast geschossen. Du! Was? Ich hab halt wirklich nicht geschossen. Hä, warum ich da eigentlich scheiße? Ich hab auch nicht geschossen. Ich weiß es nicht, aber ich hab nicht geschossen. Black war auch noch da. Komisch. Ich hab euch vom Haus gegenüber aus zugeguckt. Ich hab original 50 HP Schaden gekriegt, hab mir so, hä? Das ist doch Olli gewesen. Aha, interessant.
Ja, ich hab halt noch gar nichts gemacht. Ich wollte, aber ich hab noch nicht. Es ist ordinell. Ja, Audi, da hat die jetzt deine Show gestohlen, ey. Das ist mir jetzt leid. Ja. Oh. Ich hab da gerade mal einen Blick auf die Uhr geworfen. Oh, du hast recht. Das ist meine letzte Runde. Alles klar. Überraschung. Okay, ich laufe hier gerade in so einem No Smoking. Wie war das? Ihr habt vorhin irgendwie über Among Us gesprochen? Ja. Also inzwischen werden wir doch ein paar mehr. Ich hab's okay. Ja, gelesen. Und dann können wir das gerne mal zusammen basteln. Ja. Hey, John, was machst du da? John, nur mit gültiger Eintrittskarte. Nein, das will ich nicht hier. Nur mit gültiger Eintrittskarte. Okay. Ich erinnere mich. Brech halt nicht durch so. Kann ich nicht. Kann mich. Nein. Ich will sterben, bevor die Preparing-Zeit vorbei ist. Warum willst du sterben? Frag ihn doch mal. Weil ich muss. Natürlich! Aber wenn du musst, dann sollst du aufs Klo gehen und nicht sterben. Nein, ich muss sterben, laut. Oh, hier geht's wieder hoch. Hilfe! Also, du gehst mit Sterben in eine Einrichtung. Hilfe! Aha! Was hast denn du gemacht? Achso, warst du da unten? Ich war da unten drin. Das ist nicht so gut. Nee, das ist. Oh, die hat eine Schrotflinte und ist in meiner Nähe. Nein. Und der Bahnhof gehört jetzt mir. Audi? Und wieder? Ernsthaft? Willst du Stress? Kommst du nicht rein? Bitte gültige Fahrkarte hier, los. Nee. Komm nicht durch den Behindertendurchgang. Ja, das ist jetzt so. Durchgeglitscht, okay. Das zählt nicht. Warte mal, hier ist ein Toter. Ah. Ja. Aha, Magie ist tot. Ah, okay, ist ja schön. Ah, der ist der Audi. Ja. Audi wollte. Hat aber geschnitten. Der ist schon wieder Audi, das, ey. Mann. Deswegen wollte ich da unten unbedingt sterben, bevor es losgeht, um zu verhindern, dass ich sterbe, wenn ich Traitor bin. Aber ich bin dann ja gerade so nach Haus gekommen. Oh Mann. Aber auch wenn 70 HP Startvolumen nicht so geil sind. Oh, hier fährt tatsächlich ein Zug rum. Auf der Map. Ja. Aber nicht da, wo wir waren, wo man in den Zug einsteigen kann. Irgendwie. Gibt's hier Munition für Waffen, die hier gar nicht rumliegen? Das ist doch doof. Aha. Ach doch, hier sind Waffen. Ah, keine Shotgun. Na, die habe ich auch noch nicht, aber zumindest habe ich jetzt mal eine Riffel. Ich habe hier einen schwebenden Stuhl gefunden. Also, der liegt quer praktisch und der schwebt. Lebender Stuhl. Der lebende Stuhl. Ich habe noch keine Shotgun gefunden, ist hier? Hallo, Shotgun Bahnhof. Sind im Zug. Aha, Black. Was? Ich hab dich gesehen. Ich lauf hier ganz innocent durch die Gegend. Audi, nee, John. Ich liebe es. John, was machst du da? Ich will eine Shotgun. Will ich doch gar nicht. Hier kommst du nicht durch. Hallo? Geh wieder zu. Keine weitere Fragen, euer Ehren. Push. Ich will auch nicht, dass du eine Schrotflinte. Ach, da ist gar keine mehr. Black. Ach, hier ist er. Wie sehe ich aus?
diesen Skin. Ich will so ja nicht hier rumlaufen. Ich zieh mich doch mal wieder. Oh, das ist gut. Wo war's? Ich zieh mich doch mal wieder um. Das ist auch nicht besser. Ordi, allein dafür müsste ich dich schon umbringen. Wenn du mich dafür umbringen willst, ne? Warte mal. Oh, der ist auch heiß. wo ist es? Es gibt so viele. John ist es. Nein. Also, Magie, das ist eine bloße Unterstellung. Das ist ein doofer Ticketschalter. John, du weißt, dass du der Einzige bist, der noch lebt? Nee. Keine Ahnung. Magie, du musst da. Ja, nee, das ist Audio. Oh. Ja, check ich dir. Oh. Ich hab immer noch in deine Richtung schießen können. Ja, aber nein. Eieieiei. Du hast mich mit der Granate nicht erwischt, obwohl ich direkt daneben stand. Das ist komisch. Hä? Das ist total komisch. Ja. 22 Uhr, ne? Jetzt bin ich im Teletubby-Outfit gestorben. Wir wollten einen Schuss machen, oder wie war das? Ja, aber jetzt wollte ich diesen Skin zumindest nochmal Magie zeigen. Welchen? Den Teletubby oder den davor? Den davor. Den davor. Junge. Mehr sehe ich nicht. Das ist ganz. Ich sehe, also in der Auswahl sehe ich auch nur Errors, aber das man kann sie halt anziehen. Das nette Damen-Outfit. Ach so. Du weißt schon, dass ich das streame und, ne, also. Eher so kurz und knackig oder eher so lang? Eher so kurz und knackig. Achso, okay. Verstehe schon. Gut, das sollten wir also nicht weiter behandeln. Es ist ein Strandoutfit. Es war alles Nötige bedeckt, so. So, dass es noch Twitch-konform ist. Ja, ist es. Alles in Ordnung. Das würde ich da sogar tatsächlich behaupten. Da ist es. Ja. Okay, Ordi. Mach man. Das ist nicht sehr vorteilhaft. Hallo, Tor. Oh mein Gott, diese Map. Ja, yep, mit ganz vielen Fallen. Und ich habe noch keine Waffe. Ich bin meistens schon am Anfang gestorben, weil ich hier irgendwie... Yo. What? Die sieht aus wie eine Zombie-Runner-Map. Das Problem ist, dass man schon beim Reingehen in die Map stirbt. Oder ganz doll verwundet wird. Gegebenenfalls. Für die große Halle hier, für die große Opfergaben. Und es gibt hier ziemlich fiese Fallen. Irr! Und ich lande gerade in einer. Okay. Gut, aber ich muss wirklich raus. Ja. Verbindung trennen. Schön, dass du mitgemacht hast. Dankeschön. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Huch. John. Ich vertraue dir nicht, John. Morgen nicht. Nee, also wir sind morgen beim Frauenarzt wegen 2-Semester-Screening. Und, ja. Oh, die sind erstoppeln. Die bist du Eck. Diesmal. Ja. Warum? Oh, fuck. Schieß Warum mal. Warum soll ich schießen? Aha. Also du beweisen kannst, dass deine Waffe gerade keine... Ach komm. Nee. Okay. Was ist das für eine Karte, ey? Das ist ja mega. Das war schon ein bisschen auffällig. Das war eine ganz normale Waffe. Das war tatsächlich keine Traitor-Waffe, weil erst als du das gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass ich Traitor bin. Okay. Welche hattest du denn in der Hand? Das weiß ich nicht mal. Irgendeine ganz normale Pistole oder so, aber irgendwie das sah so verdächtig aus. Deswegen habe ich einfach mal gefragt, so, was für eine Waffe hast du da? Das war irgendeine ganz normale. Und als du da gefragt hast, habe ich erstmal geguckt, was bin ich denn? Ja, da war ich Traitor, aber ich hatte halt eine ganz normale Waffe. Aber wir wollten Schluss machen, oder? Ja, ich denke auch. Dann gehe ich nämlich auch raus.
Wir können uns ja dann demnächst mal mit Among Us irgendwie... Ja, ich würde mal... Ich weiß nicht, entweder... Ja, entweder laden wir alle einmal auf den, auf diesen Server hier ein, weil da die meisten schon sind, oder... Ja, mal gucken. Ich glaube, bei Among Us kann jeder irgendwie einen Raum aufmachen, also, ne? Nee, ich meine für auf den Discord. Ach so, ja, klar. Gut, das war jetzt reichlich unspektakulär. Ach ja, also, es gibt ja diesen Pseudo-Ingame-Chat. Oh, diesen Mumien. Ja. Tschö. Okay, tschüss. Tschö. Sind fiese John. Fallen. John, ja. Wo bist du? Ich hab keine Ahnung. Ich wurde von der Falle getötet. Ich wollte da irgendwo reingehen. Hat nicht so ganz funktioniert. Ach, das ist ja cool. Ich würde sagen, erstochen. Oha. Faszinierend. Stelle gerade, also ich meine, es sind nur noch wir beide da, ne? Gott, hier kannst du auch sterben. Oh mein Gott, hier sind nur so viel Sterbesohn. Man kann als Traitor die Platten, auf denen man laufen muss, um durch dieses Pfeilschussding zu kommen, verändern. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht auf jeden Fall nach einer sehr coolen Map aus. Ja, die hat sehr, sehr viele sehr interessante Fallen. Geht's runter? Okay. Hier ist Wasser. Hier ist ein schöner Pool. Oh, geil. Ich weiß nicht, was diese Button machen, aber sie haben irgendwas gemacht. Wächter ist unterwegs. Vielen was Dank ist... für die Blumen. Vielen Dank, wir lieben von dir. Ah. Was ist unterwegs? Wächter, das ist ein... Schiff in Anno 2070. Anno, ja. Schiff. Ein Gebäude kann nicht unterwegs sein. Ich. Das ist eine fiese Sache. Nein, das ist dieses, der, das Item, das du dann auf deiner Insel platzierst als Gebäude. Ach so, das Ding. Ja. Mhm. Was dann 250. Das plus 500 Öko und minus 500 Energie macht. Dann ich stürze mich mal hier rein. Mal gucken, was passiert. Ich sterbe vermutlich einfach nur. Ja. Okay. Ende. Okay. Tschüss. Tschö, Ordi. Danke fürs Mitmachen. Immer gerne. Alles aus dem Hells. Wochenende bin ich auch nicht da. Oh. Was soll ich denn jetzt Wochenende über machen? Ach. Stardew Valley spielen. Ist Ninda? Theoretisch wahrscheinlich nein. Okay, dann lasse ich. Nein, wir haben am Wochenende Babyparty gedöns. Viel Spaß. Ja. Du klingst so begeistert, wie es sich anhört. Es läuft nicht so geil. Wir hatten eigentlich ursprünglich 4 Gruppen geplant, damit wir immer relativ klein sind, ne? Mhm. Nicht so viele auf einem Haufen hocken. Und die erste Gruppe ist jetzt ausgefallen quasi, von der ist nur noch einer übrig, also 2 in dem Sinne, eine mit plus 1. Und die zweite Gruppe ist noch vollständig. Die erste Gruppe am Sonntag hat komplett abgesagt. Ja. Aber Party in Zeiten von Corona ist ja eigentlich, also ich meine, wenn man dann auch noch, also das ist eigentlich nicht empfehlenswert, oder? Dazu mit den steigenden Fallzahlen im Moment. Naja, ich wünsche euch alles Gute. Das ist also das Problem. Ja, das wird schon. Also na, ich wünsche euch auch allgemein alles Gute, also viel Spaß und so, ne? Ja. Das wird schon. Aber ja, es ist nicht ganz einfach. Deswegen ja auch die kleinen Gruppen. Wie war es in NRW? Kleingruppen von bis zu 50 Personen? Klein. Ja, also wir halten die Gruppen unter 8 Leute. Ja. Ich mache gerade die eine Weiterbildung. Schulung für die Arbeit. Da sind wir auch 6
also eigentlich 6, einer ist ausgefallen, also 5 Leute in einem Büroraum in Anführungsstrichen. Aber hoffentlich mit Abstand und Maske. Oder Maske. Ja, klar, aber... Ja, dann... Ein Octinate mit 8 Leuten. Ein wegen 8. Ich habe... Ich bin schon 10 Minuten überfällig. Meine Frau wollte eine Nackenmassage, habe ich gehört. Ja, bitte, hau rein. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns. Ja, jetzt ist noch John da. Ich habe gehört, wir machen jetzt noch die Nacht durch Factorio und bauen eine riesengroße Zugstrecke auf und eine Maschinerie für, weiß ich nicht. Theoretisch, ja, praktisch. Nein. Ja, könnten wir auch machen, so ist das nicht. Braucht dann immer morgen früh ein bisschen viel Kaffee, aber dann wird auch der Tag gehen. Nein. Nee, lass mal, also. Nee. Ich muss auch noch irgendwie heute, nee, morgen, übermorgen, irgendwie so die Tage meinen Einkauf machen. Und dann geht's Montag los. Zu einer sehr humanen Uhrzeit. Ich weiß jetzt, wohin ich muss und wann ich hin muss. Und ich finde, das ist sehr human. Kaffee braucht's bei mir auch. Hab heute eine ganze Kanne über den Tag verteilt getrunken. Hab heute aber auch Kaffee getrunken. Nun ist es einfach viel zu früh. Ordi, ich muss erst um 8.30 Uhr da sein. Also ich muss erst um 9 Uhr da sein. Ah, okay. Also man muss zumindest nicht um 6 Uhr da sein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also wenn ich um 6 Uhr morgens eine Schulung haben will, Alter, tot. Was erst um 37 Uhr? Ja, gut. Das ist dann, ja, es geht noch. Aber 8.30 Uhr ist wirklich sehr harmlos. Ja, oder du fängst halt wie ich, 9 Uhr. Das geht ja, auch. Das ist, ja, das ist dann sehr entspannt. Aber es ist, ich meine halt, es ist wenigstens kein 6 Uhr Dasein. Das ist sehr, sehr schön. Ja, 7.30 Uhr heißt trotzdem 10 vor 6 Wecker. Ich bin nur gespannt, was ich da eigentlich mache, weil... Das, wo ich hin soll, ist jetzt eigentlich nichts, wo man, naja, einen Elektriker braucht, theoretisch. Naja, mal gucken. Ein Tag die Woche, okay. Die ganze Woche? Nope. 6 Uhr da eine ganze Woche. Ja, wir dürfen im Moment, wenn wir in der Ausbildungswerkstatt sind, immer jeden Tag abwechseln. Früh von 7 bis 12 wegen halbtags und halt abwechselnd dann mit von 12 bis 17 Uhr. Und naja, wenn man dann um 17 Uhr nach Hause kommt und am nächsten Tag um 7 Uhr anfangen soll, dann ist das schon doof. Richtig scheiße. Vor allem, wenn man eine Stunde oder länger Fahrzeit hat, das ist dann schon irgendwann ziemlich kritisch. Wir schon sehen, habe auch genug nicht elektrisches gemacht während der Ausbildung. Ja, das das schätze und fürchte ich auch, weil ich will ja eigentlich durchaus Elektriker machen und nicht, weiß ich nicht, Klempner. Warte auch mal. Mal gucken, ich werde es merken. Ist erst nächste Woche. Also erstmal ganz entspannt. Und wenn, es sind nur 2 Wochen. Dann kommt wieder die beknackte Berufsschule, die hoffentlich bis dahin dicht ist. Die beknackte Berufsschule? Ja, also die haben so wenig Corona-Regeln, das ist also ein Wunder, dass da überhaupt noch Leben existiert. Und das ist doch eine schöne Frage. Schützt Kaffee vor Demenz? Kaffee kann ihr Demenzrisiko senken. Also Kaffee trinken. Ja. Bereits im Jahr 2016 haben Forscher bewiesen, dass ein Enzym namens NMNAT2 einen schützenden Effekt auf unser Gehirn ausüben und es sogar vor Demenz bewahren kann. Das Enzym bekämpft vielgefaltete Tau-Proteine, die sich mit dem Alter als Plaques in unserem Gehirn ansammeln. Neurodegenerative Erkrankungen, die durch Ablagerung von diesen Tau-Proteinen entstehen, werden als Tauopathien bezeichnet. Die wohl bekannteste Tauopathie ist die Alzheimer-Demenz.
Ich glaube, was? Ich habe glaube zu viel Kaffee. Ach Quatsch. Ist dann ein Herzinfarkt statt Demenz. Viel Kaffee fördert Bluthochdruck. True. Das stimmt. Deswegen sage ich ja Herz. Das sind Trigger nicht so viel Kaffee. Also die wirksamste Substanz von 1280 getesteten, um diese NMNAT2-Produktion zu fördern, ist Koffein. Naja. Was man halt so alles aus der Forschung liest. Gut. Ja, ich würde auch Feierabend machen, ne? Wir sehen uns dann morgen. Irgendwann. Demnächst. Wir sehen uns dann, Moment. Später. Später sozusagen. Wir sehen uns dann. Irgendwann fange ich wieder zu leben an. Irgendwann. 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 Ja. Oh. Genau. Gut. Dan Mento. Bis dann, gute Nacht. Tschö. Nein, wir sehen uns. Gute Nacht. Grüß schön. Bis dann. Schlaf gut. Gute Nacht. Bis dann. Wir sehen uns. Morgen. Haut rein. Tschö. Gute Nacht. Bis später. Ah, später. Also schon bis morgen Abend. Bis Nacht. Später, ey. Nachti. Gute Nacht. Nachbuddy. Tschö. Haut rein. Wir sehen uns. Tschö. Gute Nacht. Schlaf gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschö. Komm rein. Und kommt auf den Discord, falls ihr das noch nicht seid. Und. Ach, ihr wisst schon. Tschö. Gute Nacht. Gut. Reicht. Ich kann auch eben hier den ausmachen, aber ich kann auch nochmal Musik machen. Was wollen wir denn mal? Wollen wir mal, was habe ich denn hier? Ich habe doch eine schöne große Playlist. Können wir daraus nicht mal was machen? Also aus der Playlist kann man schon viel machen, aber ich meine, kann man da nicht was machen, was zum so Richtung, ne, dass man, also, ne, das, ruhige Musik. Wo ist denn hier Runes of Magic? Und dann hätte ich gerne die Pionierkolonie. Gute Nacht.
Sorry, das war gerade Werbung.